Ja, letztes Mal haben wir Apollyon kennengelernt. Oh Mann, die hat's ja ziemlich drauf. Und jetzt geht es, glaube ich, um die letzten Wikinger. Es war an der Zeit, den Wikingern zu zeigen, wer sie wirklich waren. Wir wollten tief im Herzen ihres Landes zuschlagen. Doch zuerst mussten wir den Pass durch die Berge bewältigen. Und Holden Cross würde den Angriff führen. Den Pass durch die Berge. Holden Cross, Apollyons Stellvertreter, führt den Angriff auf die Tore von Valkenheim. Da gibt es auch wieder 10 zu beobachten. Ja, Beobachtung. Wo die Ordnung zusammenbricht, wo Gewalt und Gesetzlosigkeit herrscht, sind die Gesetzesbringer das Recht. Wir gehen dorthin, wo wir gebraucht werden und sind auf alles vorbereitet. Unsere Rüstung ist unübertroffen. Ihre Herstellung ist ein Geheimnis unseres Ordens. Bete, dass du uns niemals brauchst. Und wenn wir kommen, bete, dass du ohne Schuld bist. Wir sind die Gesetzesbringer, okay. Ach, jetzt spielen wir als Holden Cross? Okay, der ist schwer gepanzert und mit der riesigen Axt ausgestattet. Zweite Luft auf jeden Fall, tödliche Stufe. Nicht geblockt werden, ist auch nicht schlecht. Keine Ahnung. Henkerstufe. Nicht geblockt werden. Das hört sich eigentlich nicht schlecht an, wenn man so eine riesige Axt spielt. Als einer der Gesetzesbringer in Aschfeld ist es Holden Cross Aufgabe, die Urteile der Schwarzenfelslegion zu vollstrecken. In Unterzahl, konzentriere dich aufs Blocken, um deine Racheanzeige schnell aufzufüllen. Ja, bei diesen beobachtenden Dingen, die man da irgendwie In erspähen. Falkenheim war bereits der erste Schnee gefallen. Wir zogen trotzdem los. Ich bin Holden Cross. Als Kommandant der Schwarzenfels-Vorhut oblag es mir, So den ruhig. Vorstoß anzuführen. Okay. Bricht der geschworenen Henker. Fängt mit einem leichten Angriff an und dann schweren Angriffe. Die hätten es so wie bei Uncharted 4 machen sollen, dass man dann so mitten im Bildschirm dann so einen Prompt bekommt. Sei Dass man. bereit. Ein Hinterhalt. Genau darauf hatten wir gehofft. Wir zwingen den Feind in die Knie! Ist natürlich jetzt auch wieder interessant, wenn wir in die Aktionsliste mal gucken. Richter, geschworene Fänger sind einfach so irgendwelche Kombinationen, die wir machen können. Aufspießender Angriff, aufspießende Riposte. Für was steht denn das Symbol jetzt? Dein Rempelangriff kann Kombinations- bzw. Kettenangriffe. Schwere Kopfangriffe. Macht den Gegner benommen. Okay. Blinde Justiz. Was für ein Symbol ist das? Richter, geschworene Henker? Fängt das mit dem. Ist es ein Rempel? Okay. Nach vorne und R2. Rechts und R2, links, rechts. Das ist alles mit R2 oder mit R1. Platz da. Ah, da gibt es auch noch, gibt's noch einen mit beiden. Der lange Arm. Wow, was gibt's denn da alles? Puh, ganz schön viel irgendwie. Ja, also einfach so aufspießen geht natürlich auch, ne? So, wenn wir jetzt hier irgendwo so ein blaues Symbol sehen, ja. Sie wissen, dass wir hier sind. Bleibt in Bewegung. Ja, bleibt in Bewegung.
So blaue Punkte und die können wir uns dann auf einmal angucken. Das hätten die wirklich so wie in Uncharted 4 einfach machen sollen und fertig. Das ist jetzt ein Gegner. Ja. Ich will ja schon mal hier gerne diesen Spezialangriff lernen. Oh, komm her. Was ist das denn hier? Bricht der geschworene Henker. Yo, jetzt müssen wir uns wieder Ausdauer regenerieren, ey. Ich sollte ansetzen. Oh mein Gott, ey, der blockt ja alles. Komm her. Vielleicht soll ich den einfach mal packen. Yo. Wenn er jeden Schlag von mir blockt, ey. Und die gehören ja zu uns. Was hat er eigentlich da für ein Symbol? Weil. Nee. Und die Gegner werden auf jeden Fall. Ja, wir gehen da auch gleich hin. Was ist mit denen eigentlich? Die sind nur in Bereitschaft, oder was? Wow, das ist auf jeden Fall schwer gepanzert. Oh, Mann. Ah, hier, das, jetzt ist hier so ein Ding. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist, wenn ich jetzt hier so stehe? Das sieht man doch gar nicht. Ah, jetzt? Ah, jetzt kommt so... Von hier aus sieht man nichts, dann kommt man so ein bisschen in die Nähe. Okay. Entweder sieht man das, was man drücken soll, oder dieses blaue Leuchten. Kommt das nur einmal? Wo wir auch hingehen, endet das friedliche Leben, das wir Zivilisation nennen. Es ist nur eine soziale Übereinkunft, die so unbeständig ist. So zerbrechlich. Okay, Leute, hast du nochmal angeguckt, ja, diese ganzen Moves hier zum Beispiel, da kann man ja in der Legende sehen, dass die eigentlich nur, wenn man pariert, funktionieren. Blinde Notiz, leichte Riposte, ja gut, Riposte ist ja eigentlich auch ein Begriff für parieren. Das sind ja aber alles Dinge, die ich mir jetzt mal angucken kann mit dem schweren Axtkämpfer der Eisernen Legion. Aber da bin ich auf jeden Fall, das finde ich echt nicht so toll, wie was sie da gemacht haben. Okay, schon mal der erste Spezialmove. Okay, wie war der das? Wie war der nochmal? Das ist einfach nur ausweichen. Komm. Soll ich mal das Parieren mit dem hier üben? Ja, wenn er mir den Rücken dazu... sich mit dem Rücken zu mir wandt, ist natürlich nichts. Genau, wie oft wollen wir noch diesen Richter geschworenen Henker zeigen? Leichter Angriff... nach Falkenheim. Falkenheim, ja genau da sind wir. Ja, die Dinger, die man sich beobachten kann, die haben sie auf jeden Fall gut versteckt, ey. Muss ich so sagen. Getötete Katapultmannschaft. Um zu parieren. Achso, das kommt jetzt nochmal, weil das kann.
Das müssen wir uns mal angucken mit dem schweren Krieger. Bewege deine Deckung in Richtung des gegnerischen Attacke und dann mit R2 quasi dieses Parieren auslösen. Das ist natürlich, wie nennt man das? Hohes Risiko, hohe Belohnung oder große Belohnung. Warte, bis das Angriffssymbol deines Gegners blinkt. Ja, das ist auf jeden Fall nicht so easy. Okay, komm her. Probieren wir es einfach mal. Ja, es hat super geklappt. Gut. So, das war jetzt parieren. Nee. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Parieren und dann runterschmeißen. Geht mir aus dem Weg. Wow. Ihr Wilden. Ich musste diese Katapulte ausschalten. No Superlist! Projekt Galvin! Katapultmannschaft! Komm, jetzt nur einen schweren Schlag! Es ist kalt. Das gibt's auch noch als Spezialmove, einfach zur Seite. Wow, ey, die machen auf jeden Fall hier gut. Gehört Ärger. Wirf deine Blankgranate. Was mit dem Horn? Schwein, wenn man hier so durch die Gegend läuft, dann soll man natürlich, wenn dann irgendwo so ein blaues Leuchten auf einmal auf. Es war kein guter Plan. Doch es war die einzige Möglichkeit. Ja, erst einfach hier rüber. Wow. Ich kann auch mal blocken. Was? Oh, nee, ja, wir befinden uns ja auf Eisschollen. Jetzt können wir mal gucken, wo hier so ein. Ich musste diese Katapulte ausschalten. Gut. Jetzt passen wir mal auf, dass wir hier nicht ins Wasser versinken. Mit so einer Rüstung wird hier nicht mehr geschwommen. Was gibt's da? Etwas stark. Das war kein guter Plan. Doch es war die einzige Möglichkeit. No Super! Komm, jetzt nicht so lange mit dem rummachen. Komm her! Hey! Ja, jetzt hau der ab, oder was? Yo, ich geh jetzt ans Land. Die Katastrophe war kein einzelner Vorfall. Es waren viele. Länder erhoben sich und versanken. Es regnete Feuer, Asche und noch Schlimmeres. Das Meer stieg an und zog sich wieder zurück. Es grenzt an ein Wunder, dass hier überhaupt noch jemand lebt. Okay, nochmal kurz geguckt. Also es ist vor allem hat der schwere Krieger der Kombination drauf, die nicht geblockt werden können. Ich denke mal hier einfach durch das Wasser stolzieren, das bringt natürlich gar nichts. Oh je, oh je. Könnt ihr nicht lange auf diesen Teilen bleiben, glaube ich. Nö, ich kämpfe nicht mit dir hier. Komm mal hierher. Ach nee, ist er selber. Der hat verdammt viele. Muss man den Wikingern lassen. Okay, jetzt kommt es wieder mit dem Parieren. Das ist schon mal üben. Groß. Symbol rot blinkt. Okay, nochmal. Ah, genau, hat voll gut funktioniert. Komm her.
Ich habe schon aufgespielt, da wusste ich mal, was ich machen soll dann. Diese Katapulte auszuschalten. Hä? Was ist das? Das ist ein Spezialgegner hier. Das kann er nicht blocken, oder was? Genau, genau, ey! Fuck! Oh Mann! Was ist das mit diesen blöden Eisschollen, ey? Überhaupt nicht lustig hier. Ich musste diese Katapult. Ja. Ausschalten. Boah, komm her. No super. So, wie war das andere nochmal? Das ist voll gut, nicht. Yo, yo, ey. Wenn der uns erwischt. Warte mal, warte, lass mich mal in Ruhe. Was ist das überhaupt? Ach nee, ey. Möp. Ich musste diese Katapult. Ja, genau. Komm her. Genau, und jetzt komm jetzt den Henker spielen. Bam. Könnt mir mal, jetzt hole ich mir nochmal das Teil hinter ihm. Ganz langsam. Hey, oh fuck. Das ist was mit Parieren hier. Und das mal überhaupt, wenn man dann zuschlagen will. Aber wenn man trifft. Bam! No super. LOL. No super. LOL, der ist gut im Ausweichen. Ist doch viel zu langsam der Angriff. Es ist kalt. So, jetzt komm mal her. Nein, es trifft gar nicht. Kein Wunder, dass ich parieren benutzen soll. Nee. Jo. Jetzt bin ich wieder auf meine Lieblingszone. Ey. Nee, nee. Kann ich mich gerne haben. Wie ist das denn hier überhaupt mit diesen Scheißdingern? Ich muss den ja hier parieren. Oh fuck, weg, geh! Mann! Oh, ich wollte doch schon da hochgehen. Oh, der ist ja auch umgefallen jetzt. Das zählt nicht, ne? Nee. Ich musste diese Katapult. Ja, Pauschalen parieren. Bang! Zack! Bumm! Na komm, dann zeig dir mal, was du kannst, ey.
Bäm. Und jetzt nochmal. Und nochmal einen Schlag hinterher. Hohoho, geil. Nicht? Ich kann es aber nochmal machen. Ja, bringt gar nichts. Bäm, jetzt fällt er und fallen wir wieder runter. Ja. Jetzt bewegen wir uns langsam zurück, ey. Kannst mich mal. Oh, fuck, fuck, fuck! Ey, nee, das gibt's nicht! Was war das überhaupt jetzt wieder? Ey, ich meine, ist ja schön, dass wir hier so einmal hier ich runterfallen. Diese Karte ausschalten. Ja, das trifft überhaupt nicht mein Helm. Bam. Ich kann immer nur Bam sagen dazu. Komm bitte, ey, bitte. Wow, 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 wow. Das ist auch eine ganz schöne Strecke, die man hier laufen muss. Dass man hier in Sicherheit ist. So, komm mal her, du kannst ja da drauf bleiben, wenn du willst. Oh, fuck, der hat es. Oh, shit. Oh, Mann. Ey, jetzt hat der mich. Scheiße. Boah, das ist... Boah. Wow, ich habe auch zwischendurch mal ins Steam-Forum geguckt. Ich musste diese Karte... Oh ja, der hat's auf jeden Fall drauf, ey. Komm her. No superstes. No superstes. Geil. Ich bin schon fast tot, ey. Muss auf jeden Fall blocken. Ja. Was ist das denn hier, was da und auch hier aufzuheben ist? Ja. So, jetzt. Jetzt hauen wir einfach nur wieder ab. Wer ist das denn jetzt? Ein anderer? No superstes. Yeah! Oh Mann, was drücke ich da rum, ey? Ich hätte nur blocken sollen! Thorim, kannst mich mal. Oh, da ist er ja. Boah, der kommt ja wieder zurück. Oh, fuck, nein! Oh, ich bin so schlecht. Ich musste diese Karte... Ich kann's nicht mehr, ey. Ausschalten. Kann's nicht mehr, komm.
Ah, oh, das ist, wenn der mich denn diesen scheißharten Angriff trifft, ey. Ja. Das muss natürlich immer passieren, ja. Komm her. Ey, willst du hier echt gegen den hier kämpfen, ne? Das ist schon wieder am Einreißen hier, das Eis. Nein, 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 nein. Ne? Oh, fuck, 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 die Menschen hat mich doch wieder hier. Man muss halt cool bleiben, das ist ja das Problem. Ihr hättet nie in unser Land kommen sollen. Das ist viel zu schnell, der weicht doch immer den Scheiß aus. Oh, ich sehe gar nichts. Ich sehe, oh, was war das? Kämpft mich hier zum x-ten Mal. Komm, jetzt reicht's mal. Ich musste diese Katap- ja. ausschalten. Sehe ich genauso. Was gibt's denn noch eigentlich für Angriffe? Außer so Richter und Henker. Leicht und Dings. Das ist der Richter und geschworene Henker. Ist das einfach nur in Kombination? Die anderen sind dann quasi in Kombination. Oh, was? Oh, Mann. Ja, ja, genau, fast tot. No superstes. Das ist echt das Beste, was du gegen machen kannst, parieren, ey. Das weicht immer aus. Ja, nur so Pestes und schlägt uns da wieder runter. Tschüss. Hier, jetzt halte ich die Stellung. Oh, fuck! Kommt er wieder? Nein! Oh nein, das gibt's nicht! Das gibt's doch nicht, ey. Wie oft will er mich noch töten? Das ist eine harte Nix. Ich musste diese Katapulte ausschalten. Komm her, jetzt reicht's. Cool bleiben. No, das hat funktioniert. Auf jeden Fall. Das ist aber alles, liegt alles an mir. Ich werde da. Das kann er nicht blocken, ja. Das kann man nur ausweichen. Überhaupt keine Ausdauer, um irgendwas zu machen. Okay. Komm her. Komm her, mein Freund. Ja. Ja. Oh, was hab ich? Was drücke ich da? Das ist was, wie ich nicht mehr für Quatsch drücke, ey. No superstes. Der wird ja ab jetzt voll aggressiv. Go, 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 go
So, jetzt standhaft bleiben. Er hat oben. Ja. Ja, roll doch in deinen Tod. Oh Mann, er hat's drauf, ey. Jedenfalls für mich. Und ist hier irgendwas blau aufgeleuchtet? Oh ja, genau, erwisch mich. Ey, komm, ich muss hier mal runter? Komm ich hier mal runter? Ja, eigentlich habe ich es doch vorhin geschafft, aber irgendwie... Ja, jetzt bin ich hier. Oh ja, jetzt bin ich hier. Warum am einfachen ist einfacher? So, das erste Katapult haben wir jetzt schon mal. Mensch, mal. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Da sieht man erstmal hier mal ein bisschen Lehrgeld zahlen, oder wie man das nennt. Soll man einfach mal so zwischendurch L1 drücken, weil das andere ist jetzt da drüben. Oh ja. Yeah. Aber ich habe mir doch bestimmt einen Checkpoint hier verdient. Muss mal aufpassen, dass wir nicht von so einem Feuerball getroffen werden. Hä? Hier lang? Ah, okay. Ich denke mal. Wir können mal kurz hier hingucken. Ich weiß nicht, was das immer soll mit den Sachen, die man hier finden kann. Ich muss dieses Katapult ausschalten. Naja, nicht. Das sind nur normale. Der aber nicht. Wow. Das ist auch wieder so ein Blocker, ey. Die haben sie auf jeden Fall hier drauf. Deckung durchbrechen und angreifen. Und schnellen. Ja, genau so. No superstes! Das funktioniert. Das funktioniert nicht so. Und ob das geht. Dieses Feuersymbol bedeutet, dass die Angriffe von mir nicht geblockt werden können. Aber ich habe das nämlich auch mal gegen Duellen abgekriegt und da wusste ich am Anfang nicht, was ist das denn, ey? Und da haben diese schweren Krieger haben da einige Kombinationen, wo man dann einfach nicht blocken kann. Sondern parieren geht, glaube ich, oder halt ausweichen, ja. Ne, das sind nur normale, oder? Die stoßen mir einfach so weg. Was ist das? Okay. Jetzt habe ich zwei von diesen Symbolen. Der weiß auch nicht genau, wo er hinguckt, oder? Ich muss wieder zurück zur Vorhut. Stoße zu deinem Heer. Das ist halt so auf der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier ins Wasser falle, bin ich direkt wieder hinüber, ja. Oh, das ist hier auf jeden Fall nicht nur Eis. Nee, das... Hä?
Hell? Okay, das wird da. Mann. Hier gibt es auch wieder so viele Sachen, die ich beobachten kann. Kann ich das kaputt machen? Hä? Ist noch mehr solche Töne hier abzugeben, oder was? Warum kann ich denn hier nicht einfach hier hoch? Bin ich so schwer gepanzert, dass ich nicht mal... Das ist doch Quatsch eigentlich, oder? Und hier gab es noch nicht mal so ein blaues Leuchten zu beobachten. Na, schnell bin ich nicht unbedingt. Aber ich finde es gut. Da geht man einmal durch die ganzen Klassen durch und dann lernt man die ja auch so ein bisschen kennen. Ist natürlich immer wieder so eine Sache, sich dann das so anzugucken, was können die alle. Und so muss man sich erstmal wieder einspielen. Aber wenn man dann Duelle macht und dann so ziemlich alle Klassen mal wenigstens so ein bisschen gespielt hat, das ist auf jeden Fall sehr hilfreich. Anscheinend muss ich hier runterlaufen. Oder? Hier kann ich auch nicht wieder rein. Ey, was ist denn das hier, ey? Was ist das überhaupt? Ach, lol, das ist vorher das, was ich zerstört habe und dann hat er das nicht aufgehoben. Stoße zu deinem Herr. Komm, ey, so langsam könnten wir mal zu unserem Herz dazu stoßen. Warte, komm, ich guck nochmal in die Auktionsliste. Nö, passt schon. Passt schon. Die meisten Sachen kenne ich mir, habe ich mir jetzt angeguckt. So, sind wir jetzt hier richtig? Das sieht so aus. Da läuft man schon irgendwelche komischen Wege und findet trotzdem nichts. Verringert kurzzeitig die Ausdauer. Was habe ich da eigentlich? Steht das jetzt irgendwo? Was ist das? Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Wow, wenigstens habe ich alle Sachen gefunden, die man zerstören kann. Mann, bin ich stolz. Ich würde mir mal lieber diese beobachtenden Dinge da finden. Diese! Ah, vielleicht haben sie es wirklich so gemacht, dass das gar nicht funktioniert so. Okay, jetzt können wir hier runter. Vielleicht haben sie es so gemacht, weil man soll es ja mehrmals durchspielen, dass man da... Wir kamen sehr gut vorbereitet. Okay, jetzt können wir... Hast du ihm das Kommando für diesen Angriff übergeben sollen? Los! Lol, da ist er. Hey. Hätte ich eurer Wächterin den Angriff übergeben sollen? Nee, Holden Cross. Wir machen jetzt so... Ey, was ist das? Warte mal. Ich bin Apollyon. Einst war ich eine Wächterin. Doch inzwischen bin ich weit mehr als das. Ich bin die 8. Kriegsherrin der Schwarzenfelslegion. Die einzige, die stark genug war, um zu überleben. Und mit mir wird für dieses Land ein neues Zeitalter beginnen. Okay, es dreht sich hier wirklich alles über Apollyon. Da ist noch was. Die Wikinger überfielen uns jedes Jahr, solange ich mich zurückerinnere. Sie raubten, plünderten und brandschatzten. Mein Dorf wurde von ihnen zerstört. Meins und hunderte anderer. Jetzt würden wir das Blatt wenden. Jetzt würden wir? Jetzt oder werden, heißt es doch eigentlich. Ja, das blaue Leuchten hat man jetzt diesmal auch sogar von aus weiter Entfernung gesehen. Also ich denke, dass das einfach manchmal nicht so richtig dargestellt wird. Weil das mit Apollyon, das fand ich jetzt auf jeden Fall cool. Wow, jetzt belagern wir diese Wikingerstadt da. Guck mal, die Zugbrücke hat auch noch was. Diese Brücken haben eine begrenzte Tragkraft. Falkenheim. Die Heimat der Invasoren, die sich selbst Wikinger nennen. Es war 40 Jahre her, dass die Ritter zum letzten Mal die Grenze in dieses große Tal überschritten hatten. Was im... Die Lehrer ist. Hä? Unsere Technologie ist es,
die uns von den Wikingern unterscheidet. Mit ihrer Hilfe würden wir die sogenannten unbezwingbaren Mauern von Falkenheim überwinden. Okay. Wir können ja auch sehen, dass wir da, wo wir jetzt die ganze Zeit gekämpft haben, da hinten, da war ja gar nichts mehr. Das finde ich ein bisschen schade. Das ist wirklich, ich finde das nicht so toll implementiert, ey. Das, wenn man es dann kriegt, ist cool, aber wenn man dann irgendwie sich wundert, wo es ist, das kann ich jetzt auch nochmal rüberstoßen, oder was? Ja, das hat ja gar nicht... Das hat gar nicht funktioniert. So eine Brücke, wo man einfach so einen Mechanismus auslöst. Wenn ich jetzt da in die Richtung gucke... Keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Verringert kurzzeitig die Ausdauer des Ziels. Okay, Leute, ich denke mal, wir sind bereit. Jetzt habe ich mich darüber wirklich gut umgeguckt, oder? Die Wikinger waren in der Überzahl. Wir hatten Technologie. Wow. Ja, die einigen Leute treffen ist nicht so cool, aber dann geh einfach mal weg, du. Jetzt kriegen wir den anderen Spezialmove gezeigt. Harter Schlag, leicht und hart. Ja, gegen die kann ich es ja auch so toll benutzen. Jetzt. Jo. Der blockt alles. Okay, geht's da runter? Ich könnte auch einfach wahrscheinlich halt da runter springen. Jo. Ich muss den Öffnungsmechanismus finden. Okay, wir wollen das Tor öffnen. Jetzt können wir nochmal diese Schnellnotiz üben. Jetzt hat er das wieder von der Seite geblockt. Ja, okay. Nein, nein. Der blockt doch viel zu viel, dass ich das mal testen kann. No, ich denke mal, so ist es am besten. Lass die zu... Boah, das ist wieder einer. Die haben noch nicht mal eine Gesundheitsanzeige. Das bringt dann... Da brauchen sie erst gar nicht rummachen. Der Mechanismus. Wow. Ich meine, hier sind doch voll viele Kämpfer von mir. Was machen die denn? Oh, die halten sich aber noch. Komm, wir jetzt mal einmal diesen Ruf machen, damit es mal unten weggeht. Immer noch nicht. Ah!
Informationen her. Wow. Ich glaube, hier ist einfach ein endloser Strom von denen. Wir konnten keinen Trupp abstellen, um die Gefangenen zu bewachen. Das ist natürlich echt. Es werden keine Kriegsgefangenen gemacht. Ob man das andersrum dann auch so toll findet? Oh ja. Halt! Ja? Herren, diese Bestie hat sicher 40 Krieger erschlagen. Darunter auch Davis. Wisst ihr, wie man Raubtier und Beute unterscheidet? Das ist nicht leicht. Außer man sieht sie im Krieg. Den will ich jetzt rekrutieren, oder was? Vierzig. Gute Arbeit. Ich hatte gedacht, ihre Auswahlkriterien würden nur für uns gelten. Sechs von zehn haben wir wieder vier, die irgendwo rum waren. 1000 von 1000 Story-Erfahrung. Alles klar. Story-Level gibt es. Die sich ja alles einfallen lassen. Leistung in der Mission. Falkenheim. Wir mussten die Festung in Svarngard erreichen, bevor die Wikinger eine Gelegenheit hatten zu reagieren. Aber an dem großen Fels, der das Tal in zwei Teile spaltete, war unser Weg blockiert. Glücklicherweise hatten wir eine Friedenshüterin in unseren Reihen. Mercy. Ach, Mercy, ja, das kenne ich. Das war eins von denen, die sie so als Preview gezeigt haben. Wir spielen dann im nächsten Part, spielen wir eine Meuchlerin, beziehungsweise Friedenshüterin.